Es gibt jetzt ein sehr schickes Desktop-Widget fürs Beihol und Installation, Konfiguration und Funktion schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe euch die entsprechende Seite natürlich in der Videobeschreibung verlinkt und die größte Herausforderung als Windows-Nutzer ist es, den Download-Link zu finden. Denn wie immer habe ich natürlich erstmal hier oben geguckt, wollte mir hier das entsprechend runterladen, hier so als ZIP-Datei. Da war aber nichts drin, zumindest nichts, was ich hier unter Windows hätte vernünftig nutzen können. Stattdessen haben wir hier auf der rechten Seite Releases und dann eben hier die Windows 1.0.1 Beta. Und die laden wir uns doch mal lieber runter. Und am einfachsten ist es, man nimmt den Installer und den lade ich mal eben runter und starte das Ganze. Es kann natürlich sein, dass Windows 10 mal wieder etwas hochsensibel ist, was die Sicherheit angeht. Ihr müsstet also dementsprechend den Start des Programms noch freigeben. Dazu einfach auf weitere Informationen klicken. Hier steht natürlich Herausgeber unbekannt. Gut, das lassen wir jetzt mal einfach so stehen und machen trotzdem ausführen und gucken uns gleich mal an, wie das Ganze dann aussieht. Nach der Installation und dem ersten Start meldet sich hier das Konfigurationsfensterchen. Ihr müsst da gar nicht viel eingeben, nur die IP-Adresse eures Raspberry, das solltet ihr eigentlich wissen, wie die lautet. Dann aber auch das Token und das kriegt ihr aus dem Pi-Hole selber. Da gucken wir einmal schnell rein. Um das Token zu finden, klickt ihr einfach auf Settings und dann auf API-Web-Interface. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei jedem Interface hier genauso aussieht. Ich hatte ja das hier jetzt installiert, dieses Star Trek-Design, sage ich jetzt mal, weil ich das einfach sehr schick finde. Also einfach da draufklicken. Und jetzt ist das einzige Problem, hier haben wir nämlich das Token. Ja, nochmal anzeigen, auch nach dem Sicherheitsäumelchen hier. Das Problem ist, wenn ihr kein Passwort gesetzt habt, so wie ich, beziehungsweise wenn ihr es hinterher wieder gelöscht habt, weil ich eine faule Socke bin, dann kommt ihr nicht ohne weiteres an das Token dran. Ich zeige euch mal eben kurz, wie ihr ein neues Passwort setzt. Alle anderen können einfach weiterspringen. Ich mache einen Link in der Videobeschreibung, beziehungsweise einen Timecode. Ihr wisst schon, was ich meine. Am schnellsten und einfachsten geht das über das Windows Terminal. Dazu gebt ihr einfach dann SSH ein. Dann den Benutzernamen beim Raspberry, das ist ja im Normalfall Pi oder Pi, könnt ihr euch jetzt aussuchen. Und dann natürlich völlig überraschend die IP-Adresse. Einmal gucken, dass ich mich nicht vertippe. So, dann noch das Passwort. Und schon sind wir drin. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch Pi-Hole eingeben. Minus A wie Anton, minus B wie Paula. Und dann könnt ihr ein neues Passwort setzen. Das machen wir jetzt mal eben. Passwort nochmal bestätigen. Und da ist es auch schon gesetzt. Und jetzt können wir mit der Konfiguration endlich weitermachen. Wenn ihr dann wieder zurück zum Pi-Hole springt, also hier in euer Interface, dann werdet ihr sehen, wenn ihr auf Dashboard geklickt habt, dass da alles nicht mehr so aussieht wie vorher. Das kommt davon, weil jetzt ein Passwort gesetzt ist. Heißt also, wir müssen uns einloggen. Dann jetzt eben das Passwort eingeben, das wir uns gerade ausgedacht haben. So, geh mal weg hier und remember me, wenigstens für 7 Tage. Das ist ja auch schon mal was. Jetzt auf Login und da ist unser Dashboard, so wie wir es gewohnt sind, wenn wir denn keine faulen Socken sind und Passwörter nicht gesetzt haben. Noch einmal hier auf die Settings, hier oben hin und dann ist hier das Token, das angezeigt werden soll. So, Feuer frei. Ja, bitte einmal anzeigen. Jetzt könntet ihr natürlich diesen QR-Code einscannen. Bringt euch jetzt herzlich wenig. Also kopieren wir das Ganze einmal hier in die Zwischenablage und fügen das dann gleich bei der Konfiguration ein. Bei der IP-Adresse, völlig überraschend, die von eurem Pi-Hole. Dann das Token, das wir jetzt endlich haben, fügen wir hier auch ein. Speichern das Ganze. Machen noch Apply und ihr seht, ihr habt ein wunderschönes neues Interface. Was kann dieses Widget jetzt genau? Also im Augenblick kann es leider noch nicht ganz so viel. Kurzer Hinweis am Anfang, wenn ihr nochmal bei der Konfiguration was ändern wollt, klickt ihr einfach hier unten auf Copyright, dann kommt ihr wieder in den Settings-Modus, wenn ich ihn mal so nennen darf. Wenn ihr hier einen Rechtsklick macht, könnt ihr das Ganze auch beenden, also dieses Widget schließen. Das wollen wir jetzt im Augenblick aber natürlich nicht.
Hier seht ihr die Top 5 der blockierten Domains. Hier oben die IP-Adresse von eurem Pi-Hole, klar. Wie viel Prozent der Anfragen blockiert wurden, wie viel in der Blockliste sind, wann das letzte Mal Gravity abgedatet wurde, wie viele Anfragen verarbeitet, blockiert und zugelassen wurden. Und das ist im Augenblick leider auch erstmal alles, was es kann. Ihr seht zwar hier, das leuchtet grün und glücklich, heißt also, es funktioniert. Aber ihr könnt jetzt noch nicht das Widget, also in dem Pi-Hole damit aktivieren oder deaktivieren. Wenn man sich die Seite anguckt, die ich euch da verlinkt hatte, es soll wohl in naher Zukunft mal möglich sein oder geplant sein für die kommende Versionen des Widgets. Im Augenblick kann es leider noch nicht ganz so viel. Man kann es auch leider nicht in der Größe verändern, also nicht vergrößern, verkleinern. Vielleicht kommt das jetzt auch noch. Aber ansonsten, ich finde das eigentlich sehr schön. Es ist eine kleine Spielerei. Es wertet den Desktop ein bisschen auf, meiner Meinung nach. Man muss jetzt nicht immer das Pi-Hole-Fensterchen offen haben. Man kann auch so einfach mal sehen, was los ist. Und vor allem hier, diese Funktion ist auch sehr schön. Wenn man da sieht, wann man das letzte Mal ein Update gemacht hat, wenn da steht 3 Tage und fast 20 Stunden, dann kann man doch schon mal ein klein wenig misstrauisch werden und dann nochmal gucken, ob das automatische Update überhaupt richtig angeschubst wurde. Oder eben zur Not von Hand regulieren. So, das war's für heute. Ich wollte euch das nur mal eben kurz gezeigt haben. Kurz war in Anführungszeichen, falls ihr es nicht gehört habt. Ich bedanke mich soweit für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr immer auf dem Laufenden sein wollt, was es so Neues gibt, auch in Bezug aufs Pi-Hole zum Beispiel, lasst doch einfach ein Like da und vor allem ein Abo. Und wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, aktiviert die Glocke. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Dankeschön und ciao.